Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. So, und damit zurück und herzlich willkommen zu Resident Evil 4. So, Ashley ist hier jetzt auf der anderen Seite gelandet. Ja, Ashley ist auf der anderen Seite. Ja. Jetzt müssen wir wieder die zurückholen. Hier durch? Ich schätze mal hier. Nee, eigentlich nicht. Hier rum. Da ist alles. Oh Gott, die Burg ist so riesig. Ich gehe jetzt einfach mal durch diese Tür. Kurz gucken wegen der Munition. Ich bleib bei der Pistole. Mal gucken, was sich hinter diesen Türchen befindet. Kiste Schredder, TMP Blendgranate. Okay. Da geht's runter. Okay, ja. Die Insekten. In der Kanalisation. Die sind böse. Das gehört. Die sind böse, weil... Werdet ihr gleich sehen. Da steht in der Kiste so ganz einsam und allein. Wieder Munition. Nicht weiter. Ja. Das gesehen. Ups. Das Vieh kann sich nicht unsichtbar machen. Au. Ich hasse diese. Bist du noch am Leben? Jetzt ist es tot. So mies. Von denen gibt es hier nämlich ein paar. Bei der TMP. Da ist nichts mehr. Hallo, du. Stirb! Wie viel Schuss habe ich noch? Habe ich noch ein bisschen was? Ja, ich habe ein bisschen was. Oh, genau, vorne.
an der Wand. Ach, komm schon! Mist, Steven. Au, 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 au. Das ist jetzt gemein. Aber jetzt, ist tot. Perfekt, baller mal direkt nach, zack. Da liegt Gewehrmunition. So, da können wir nicht runter, weil Wasser muss abgelassen werden. Da leuchtet auch so schön der Griff. Klack. Das Schöne ist, du brauchst hier keine Angst zu haben, dass die da aufstehen, so wie in den anderen Resident Evil Teilen. An der Wunde sehe ich, dass das ein schneller Tod war. Schön, wenn du das siehst, Liam. Kann ich hier auch rein? Nö. Aber hier kann ich rein, denn da blinkt was. Louis Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger Parasiten, die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Dicrocoelium. Wenn die Parasitenlarven im Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an den Platz empor und beißt sie dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden, die Larve dieses Parasits nistet sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwemmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leukochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihren Farben und ihren Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ins Ende eines Blattes, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Endstadium. Ja, das kennen wir, das ist auch richtig, das gibt es wirklich in unserer Natur, ist ein bisschen creepy. Kann man nachlesen. Das ist eigentlich ganz interessant, vor allem die pulsierende Schnecke. Diese Tür ist verrostet und rührt sich nicht. Du hast einen Drehkick drauf, Leon. Gerade ein bisschen langsamer unterwegs, weil ich die Befürchtung habe, dass wieder so ein Vieh kommt. Sieht zu ein mit zur Entwässerung, ja. Da. Mach uns den Weg frei hier. So. Diese Truhen sind immer geil. So. Lampe. Grünes Kraut, passt. Und zwar kann man in den Schätzen das Zeug hier jetzt kombinieren. Und da passen drei Teile rein. 1, 2, 3. Ihr seht die Einbuchtungen. Je mehr man reingibt, desto wertvoller wird es dann zum Verkaufen. Ja. Ja. Eigentlich habe ich gerade keinen Bock auf dich. Wollte ich nur so gesagt haben. Ich habe null Bock auf dich. Runter. Kick. Ja, liebe das. Was habe ich denn da? Ach, die Zeitpistole. Der war es wahrscheinlich jetzt nicht wert. Doch, der war es wert. Komm. Ausgesperrt. Oder? Ich kann es noch hören, na? Oh ja, diese Fallen. Tut weh, wenn du getroffen wirst. Tut weh. Seidenkristall. Aber
haben uns gerade Munition gespart, das ist schon mal gut. Sparen, wo man kann hier. Man kriegt zwar eh immer einiges, aber... So. Ich möchte trotzdem kurz noch die Pistole nachladen. Das ist halt so bescheiden, dass man da mal rausgehen muss. Mal gucken, was da jetzt wartet. Grüne Tür. Er blinkt auf der Brust. Das heißt, wir sollten den Typen abballern. Ah, shit. Ja, er hatte eigentlich ein Schmuckstück. Ja, es ist dumm. Wenn es den Schädel zerreißt. Sonst wäre es ein guter Headshot gewesen. Wo kommen die jetzt? Die können nur von einer Richtung kommen. Das wäre eigentlich ein Headshot gewesen. Nein. Spielzeug, nein. Bleib weg. Spinell. Das sind halt Bonusgegner, die geben halt jetzt nicht weiß ich was her. Da kommt man nicht durch. Hopp. Normaler Typ bricht sich die Beine, wenn er runterjumpt. Wir nicht. Da oben steht der Händler. Da oben ist diese komische Kiste. Da möchte ich hin eigentlich. Ja gut. Besuchen wir mal unseren Buddy. Welcome. What can I do for you? Rare things on sale. What are you selling? Kriegst du eine Blendgranate gebraucht? Thank you. Dann kriegst du von mir die Spinell. Sein Kristall brauche ich auch nicht. Thank you. So, jetzt da warten wir noch, weil wahrscheinlich kriegen wir noch was. Buying? So, was brauchen wir hier eigentlich? Nix. Broken Butterfly. Geht sich eh nicht aus. What are you buying? Können wir da an der Kapazität was ändern? Ja, nur hier. Gucken wir mal, was die hergibt. Die gibt auch nichts her. Okay, dann schenken wir uns das. Da ist wieder eine grüne Tür. Und bescheidene Musik. Ich kann Mönch hören. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist ja bescheiden. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellanen dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühle ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas in den Tiefen unter der Burg los und gab sie Lord Settler, um für die Sünden meiner Ahnung zu büßen, aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auch dass die Welt ohne Sünder sein, so wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord, die von ihnen erträumt, die Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Ja, ein bisschen geisteskrank. Nur ein bisschen. Kann man irgendwas aufmachen? Okay. Ah!
So, der Typ hat einen Schlüssel oben. Den brauchen wir. Genau den. Aber natürlich haut der Typ ab. Aufpassen. Oh, ich hasse das. Du kannst da ja alle Waden zu kümmern. Ja. Das Problem ist, der Typ bleibt halt auch nicht stehen, ne? Er bleibt nicht stehen und wartet drauf, dass du da jetzt kommst. Später. Ich brauche jetzt, was brauche ich, was nehme ich? Das TP. Adiesta. Hallo. Hallo. Eisenschädel, du. Leon. Das Gute ist, den kannst du den Schädel nicht zerreißen. Ballern wir den auch noch weg. Headshot geht bei denen nicht, weil die ja einen Eisenkopf aufhaben. Man muss auch verdammt schnell sein hier. Weil der Typ lässt sich nicht fangen. Da ist er. Weil das ist so ein Sackgesicht. Weil der Abschied ist mir jetzt gerade komplett kurz. Kurzschluss. Aber du. Ich brauch den Typ. Der hält auch einiges aus. Schon. Scheiße! Ja, die TMP hat nicht gerade die größte Durchschlagskraft. Ja! Toll, alles Dinge, die ich jetzt gerade nicht will. Das Sackgesicht ist dort hinten durchgelaufen. Ich brauche den ganz dringend. Perfekt. Jetzt kann der auch kommen. Jetzt ist mir egal. So. Ich hab jetzt kein TP-Munition mehr. Ist mir auch gerade ziemlich egal. Wenn ihr nämlich nicht schnell genug seid und den Sack einfach wegballert, dann geht der nämlich da weiter durch. Läuft weiter. Und kommt dann in der Mitte als Scharfschütze mit einem Schnellschussgewehr hier hoch. Und das tut dann echt weh. Das ist dann richtig bescheiden, den da runter zu kriegen. Deswegen einfach den ganzen Käse hier mal ignorieren. Nachher einsammeln. Und gucken, dass ihr den Roten wegballert. Er ist jetzt nicht so schwer, aber er lässt sich halt nicht so gut erwischen. Deswegen... direkt auf den gehen, wenn es mal ist, einen Treffer einstecken. So, Galerieschlüssel. Wir müssen wieder zurück zur Galerie. Stand hier noch was? Lag hier noch was? Ja. Okay. Gut, dann filmen wir ganz kurz nach. Haben wir gerade Schuss gekriegt. Zack. Scharfschützengewehr ist voll. Das passt. Langsam wird jetzt aber auch die Munition wieder ein bisschen knapper.
mal hier nicht runterhopsen. Geh mal hier runter. Liegt hier noch was? Dies sind Explosionsfässer. Also sind auch dementsprechend gekennzeichnet, ne? Ein Rufzeichen. So. Wir haben den Schlüssel schon. Oh. So, da blinkt was. Meins. Seidenkristall. Ah. Der Käse. Okay, das sind lauter Tote. Da geht's um die Anzahl. 6 geopferte Leben bringen neues Licht. Ihr müsst den Scheiß so lange drehen, bis da insgesamt 6 Leute hängen. Ich muss auch immer ausprobieren. 2, 4, 5, 6. Ja, das ist einfach zum Probieren. Mehr ist es nicht. Und dann geht's auch schon weiter. What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. Ja. Für 20 sieht der gut verbraucht aus. So. Mit der Pistole wird das nix. Ja, die schießen sich selten auch. So, das sind jetzt Pfeilbonis. Da wo ich stehe, glaube ich, kriege ich jetzt eh keinen Pfeil ab. Sind die nicht eigentlich ziemlich treffsicher? Au, genau das meine ich. Die sind ziemlich treffsicher. Oh, komm schon! Jo. Denk gar nicht dran. Ach du Kacke! Ja! Steht ein Meter vor dir und du schießt vorbei? Ist da noch ein Schützer? Ja, da drüben. Steht auch nochmal auf. Ist nicht mehr. Ja, lauf um dein Leben, Junge. Wie gesagt, der ist besser, ja? Ich aber auch. So einigermaßen. Nicht gerade den schlimmsten Stress meines Lebens habe, treffe ich eigentlich ganz gut. So, die laden wir direkt nach. Schrot haben wir ja noch einiges. Jetzt wird's dann peinlich. In puncto Munition meine ich, weil, ja. Könnte mehr sein, aber hier steht jetzt wieder einiges rum. Munition. Spinell. Und aus. Okay. Die Türen gehen nicht auf.
hier ist ein Knöpfchen. Sicherheitssystem. Ja, das deaktivieren wir. Da ist eine Kiste. Da möchte ich gerne hin. Ja, nicht runter. Manu, ich will da, ich will da. Muss ich doch durch die blöden Türen? Das war jetzt der falsche Knopf. Ja. Knöpfchen drücken. Und schön die Rampe ausgefahren. Die natürlich auf der anderen Seite ist. Na? Das Spiel möchte, dass Leon sich bewegt. Jetzt würde er eh nicht schon die ganze Zeit laufen. Und wir haben einen Teil. Eins von drei, glaube ich. Drei, glaube ich, brauchen wir. Schreibmaschine. Ignorieren wir gekonnt. Kapitel kann, glaube ich, gar nicht mehr, weiß ich, wie lange dauern. Zwei Türen. Verschlossen. Ja. Von der anderen Seite. Da hängt so ein Kackschloss davor. Pistolenmission. Ihr könntet theoretisch die Rahmen abballern. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt haben. Na komm schon. Bleib mal mit der Pistole, da haben wir noch ein bisschen Schuss. Ja. Wenn ihr die abballert, ihr kriegt eben entweder Schmuck oder Money oder keine Ahnung. Munition und sowas geben die eigentlich sehr selten her. Aber in dem Brunnen, das ist ja ein Wunschbrunnen, wie man sieht. Nice. Ein paar Kisten. Fässchen natürlich. Mit was drin? So, habe ich da vorne jetzt was übersehen oder nicht? Ah. Sie lässt sich nicht öffnen, weil ja, wir müssen da hoch. Das geht nur mit Ashley. Ashley ist aber nicht da. Und die Burg ist verdammt riesig. Also die ist wirklich riesig. Wah. 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 Stimmt, ich muss das alles sauber halten. Oh nee. Das ist ein Irrgarten. Kann man, muss man aber nicht, soweit ich das in Erinnerung habe. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada!
Ja, da ist ein Abgang, schön im Matrix-Style. Sie hätte auch einfach durch die Tür gehen können. Wäre im Prinzip das Gleiche gewesen. Ja, das Kapitel Hammer, das ist jetzt durch. Nächstes Kapitel 3 von 3. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. 4 irgendwas, glaube ich, so. Aber wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aber ich weiß es nicht. Ja, Leute, das war's jetzt mal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, lasst mir gerne einen Kommentar hier, lasst mir gerne ein Abo da, da freue ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.